Ja, hallihallo und damit herzlich willkommen zurück zum gesichtslosen Totengräber. Und es scheint ein wirklich geistreiches Spiel zu sein. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir sind ja noch nicht weit. Wir haben aber unsere Kollegin Jessica verloren, die mit uns eine tolle Geschichte recherchieren wollte und jetzt sozusagen an vorderster Front ist und irgendwie ein bisschen entführt worden ist. Ja, mal gucken, ob wir sie finden. In der letzten Folge haben wir ja zuletzt einen Arm bekommen, einen kaputten Arm. Und da fehlt auf jeden Fall ein Finger. Den haben wir schon mal gefunden. Zum Glück ist es nur ein mechanischer Arm. Ja, mal sehen, was wir hier noch so haben. Mit bloßen Händen schaffe ich das nie. Ja, wir können es ja anzünden, aber ich glaube, wir brauchen erstmal eine Schere. Und hier fehlt ein Arm. Und so einiges anderes. Huch. Ah, eine leere Batterie. Wo können wir die denn bloß mal aufladen? Abgeschlossen. Und wie komme ich da jetzt rein? Na, schade, dass wir das Schild nicht lesen können. Er sieht ja wirklich sehr sympathisch aus. Wer auch immer das ist, hat sicher etwas mit Jessicas Entführung zu tun. Ja, auf einmal ist das Haus beleuchtet und es scheint jemand drin zu sein. Wer auch immer. So, wir haben noch einen Hund gefunden und eine Pedale. Eine Pedale. Können wir die nicht ans Fahrrad machen? Anscheinend nicht. Was haben wir denn hier? Ein Emblem. Ein Schlüssel drauf, aber leider nicht fürs Fahrrad. Was müssen wir denn mit den Hunden machen? Ah, hier gehört bestimmt das Emblem hin. Oh, eine Säge. Und eine Batterie. Na, ist es denn wahr? Nehmen wir mal den guten Fuchsschwanz und schneiden damit eine Kette durch. Sehr realistisch. Ich muss den Bolzen entfernen. Mit der Pedale? Den kaputten Arm? Nee, war. Okay. Dann mache ich mal die Batterie erstmal hier bei dem komischen Typen rein. Ich muss den Arm des Roboters reparieren. Ja, das dauert leider noch ein bisschen. So, da fehlt uns auch noch ein Blitzlicht von der Kamera. Können wir nichts weiter machen. Da müssen wir den Bolzen entfernen. Wo die Hunde hingehören, weiß ich allerdings nicht. Und hier können wir leider auch noch nichts machen. Könnt ihr das mal wegfuttern hier? Nee, wollen sie nicht. Ich gehe nochmal zum Tor. Stimmt, hier ist ja auch der Reißverschluss kaputt von der Tasche. Hm? Auch nicht. Gucken wir mal in den Müll. Ja, noch ein Finger und ein Schraubenschlüssel. Mache ich erstmal den Bolzen ab. Ach was, wir nehmen gleich den ganzen Lenker mit. Okay. Ach nee, Moment, ich muss ja erstmal den Finger hier ran machen. So. Dann kriegt er jetzt erstmal seinen Arm. Ja, ich will nicht sagen, er hat so eine gewisse Ähnlichkeit mit einer historischen Figur. Was, wenn ich den Arm des Roboters mit etwas an der Tür befestige? Auch eine gute Idee. Welcome to Quiet Grove. 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 Okay, das war jetzt wirklich nicht lustig, doch irgendwie schon. Irgendwie schon. Oh, was haben wir denn da? Ist dieser Kerl wieder? Vielleicht weiß er ja, was hier los ist. Was haben wir denn hier überhaupt? Eine Rezeption? Ist das vielleicht ein Hotel? Niemand kann ihn aufhalten. Hier ist erstmal eine schöne Puppe. Ich hasse gruselige Puppen.
Ah, da brauchen wir eine Lochkarte. Willkommen in Quiet Grove. Ja, das sieht aber sehr romantisch dort aus. Oh, Tennis, Kino. Naja, das ist aber schon lang, lang her. So, da die Hunde vielleicht drauf. Mann, den Tennisschläger da unten. Da müssen wir was reinstecken wahrscheinlich. So, können wir Fahrstuhl fahren. Sobald ich die Drähte ausgetauscht habe, kann ich den Aufzug benutzen. Na super, wir müssen hier aber auch wirklich alles reparieren. Wer in drei Teufelsnamen ist das? Ich muss Jessica da rausholen. Ja. Die Tür kriegen wir natürlich auch mal wieder nicht auf. Ist ja klar. Was ist eigentlich mit dem Lenker? Verrostet. Okay, da brauchen wir also Öl. Und was ist das hier? Da brauchen wir Benzin. Na super. Krieger geht auch nicht. Hier liegt auch nichts weiter rum. Okay. Ein paar Hunde sind spät für die Jagd. Mal, stellen wir die doch mal dahin. So, was haben wir denn da? Den Korkenzieher. Oder den Griff. Jetzt haben wir den Korkenzieher. Frage ist... Genau, da war er. Auch eine originelle Art, irgendwie eine Tür zu verschließen. Mit einem Korken. Und wir haben ein Wimmelbild. Ich muss eine Lochkarte fürs Zimmer des Managers finden. Eine Codeliste. Ach du. Manager. Verwaltung? Nee. Ja, da fehlen uns ein paar Hinweise. So, bei Kartenverlust kann man mit dem Lochgerät eine neue Karte herstellen. John Carr. 261. Okay, da haben wir 261. Ach, Mist. War doch schon eine 6. Ja, was soll ich hier mit dem machen? Ah. Es sind nicht alle Teile da. Es fehlt also noch etwas. Gucken. Oh nee, nicht weggehen. So, jetzt brauchen wir irgendwie noch so eine Karte. Leere Lochkarte am besten. Aber wo kriege ich die her? Kann ja eigentlich nur hier drin sein. Vorlage. Komme ich auch nicht mehr ran? Hä, wo kriege ich denn jetzt die Vorlage her? Die muss ja hier in dem Spiel sein. Ja, da waren wir ja schon. Ja, wenn ich hier drauf drücke, dann geht es leider immer wieder zurück.
Ah, hier ist der Manager jetzt auf einmal. Aha. Habe ich doch die ganze Zeit gesucht. Wir brauchen eine neue Karte. Das verstehe ich auch. Und die haben wir ja noch nicht. Die wollte ich eigentlich auch erstmal suchen. Jetzt gehen wir sie. Ist ja witzig. Bravo. Nicht, dass es gruselig ist hier in diesem Hotel. Ja, so weit war ich ja schon mal. Das müsste andersrum sein. Ach, schade. Wow. Jetzt kann ich die Lochkarte herstellen. Wunderbar. Geschafft. So. Dann wollen wir mal da reingehen. Ja, nee. Nicht das Licht. Will da nicht rein. Oh, wer sitzt denn da in der Ecke? Uropa. Moin, moin, Meister. It can't be stopped. The beast is his only companion. I've been dead a long time. Neither you nor I are strong enough to wrestle a person away from him. Ist bei dem eine Schraube locker? Trotzdem, vielleicht weiß er etwas. Ich muss ihn zum Sprechen bringen. Ja.
wir halten mal Sicherheitsabstand ein. Ich brauche etwas zum Schneiden. Das ist dein Sarg. Oh, das ist echt ein makabres Bett. Ein Rädchen fehlt. So, hier haben wir schon mal ein Stück Draht gefunden. Glowing mushrooms will help me keep my memories. Leuchtende Pilze sind gut für meine Erinnerung. The tunnels under the resort are no longer a safe place. You can fight the beast, but you'll never win. The beast and its master were here long before me and will remain long after. Die Gänge unter dem Resort sind nicht mehr sicher. Man kann die Kreatur bekämpfen, aber gewinnen wird niemand. Die Kreatur und ihr Gebieter waren schon lange vor mir hier und werden auch noch lange nach mir hier sein. Okay. Hier fehlt ein Griff. War da nicht gerade was zum Abschneiden? Hier war das. Eine Kordel, ganz wichtig. Und Benzin. Na, ist ja super. Endlich mal unseren... Oh. Ein Tresor mit fehlenden Knöpfen. Brauchen wir gar nicht weiter versuchen. Da fehlt ein Eulenkopf. Ist hier irgendwie noch was versteckt? Nee. Dann machen wir doch einfach mal hier den Rasentrimmer. Mit Benzin voll. Dann können wir nämlich auch das Tor anmachen. Aufmachen. Na toll, sieht aus, als würde ich ein neues Kabel benötigen. Hm, Kordel? Gott, jetzt ernsthaft? Okay. Das bisschen Efeu, das hätten wir auch rausrupfen können. So, mal sehen, wo wir hinkommen. Zum Tennisplatz. Hätte ich mir auch fast denken können. Wo Tennis hier eine große Rolle spielt. Hier ist schon mal ein Eulenkopf. Oh, Kratzspuren. Langsam beginne ich zu glauben, dass an diesem übernatürlichen Unfug doch was dran ist. Was haben wir denn hier? Da kommen Tennisbälle rein. 25 Cent. Sieht aus, als würde eine neue Sprungfeder benötigt. Ja, das Auto sieht auch nicht so... Hier läuft Öl aus. Könnten wir gut gebrauchen für den Lenker. Schade, dass wir den da nicht reinschmatzen können. So, das ist zu hoch. Dann bringe ich doch mal den Eulenknopf zurück. Was haben wir denn hier? Da fehlt eine Sicherung. Sicherung fehlt. Gehen wir nochmal zurück zum alten Mann. So, dann haben wir einen Schubladengriff. Und ein Lineal. Ein Lineal. Wo waren das gewesen? Ich glaube draußen. Nee. Hier, an der Tür. Mensch, ist die mies drauf. Wie kann ich sie verscheuchen? Gute Frage. Hier ist schon mal eine Sicherheitsnadel. Und wir haben einen Drehknopf. Für das Radio vermute ich mal. Das ist ja mal hinüber. Okay, haben wir gut repariert. Okay, wir können mit dem Fahrstuhl fahren. Ich bin gespannt, wo wir hinkommen. Oha. Das ist wirklich
gruselig, muss ich sagen. Und ja, bevor ich aussteige, machen wir hier erstmal einen Cut. Licht ist sowieso aus. Insofern muss ich erstmal gucken, dass ich die Sicherung wieder eindrehen kann. Und da ist es wieder an. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dann. Tschüss.